William MacTaggart war ein schottischer Maler, der in seinen Seestücken und Küstenszenen parallel zum Impressionismus einen eigenen Stil entwickelte. In der Nationalgalerie von Schottland in Edinburgh hängt sein wohl berühmtestes Bild, Der Sturm, gemalt 1890, als der Maler 55 Jahre alt war. Wie alle Viktorianer wollte MacTaggart in seinen Bildern Geschichten erzählen. Und wenn man genauer hinsieht, hat auch dieses Bild seine Geschichte. Sie spielt sich an der Westküste Schottlands auf der Halbinsel Kintyre ab. Fischerboote sind in Seenot. Sie laufen voll Wasser und werden abgetrieben. Gefährlich ragen Felsen aus dem Wasser. An der Küste kämpfen Männer mit der wilden See, um ein Rettungsboot ins Wasser zu lassen. Andere Fischer und ihre Familien scharen sich ängstlich zusammen. Die anderen Fischerboote sind sicher unter das Kliff gezogen oder liegen am Ufer, dort, wo die Netze zwischen in den Sand getriebenen Pfählen ausgespannt sind. Auf dem Steilufer im Vordergrund spielen Kinder, unberührt von den dramatischen Vorgängen auf der stürmischen See. Offensichtlich ist Seenot für sie etwas Alltägliches. Aber die ganze Geschichte und das menschliche Drama lösen sich mehr oder weniger auf, sobald man ein wenig zurücktritt. Das eigentliche Thema des Bildes ist der Sturm als solcher. Land, Meer und Himmel werden vom Sturm gepeitscht, während für einen Augenblick das Sonnenlicht durch die Wolken bricht und die Szene mit Farbtupfern übersät. Manchmal, schrieb MacTaggart, scheint einem die Sonne in die Augen, dann kann man bestimmte Dinge gar nicht sehen und wahrscheinlich ist es auch besser so. Nach 1870 wendete sich MacTaggart immer mehr der Darstellung des Meeres zu. Ohne viel von den gleichzeitigen Versuchen der französischen Impressionisten zu wissen, kam er aus eigenem Antrieb zu einer lockeren Malweise und leuchtend frischen Farben. Figuren und Handlung traten allmählich zurück. Ohne Zweifel verdient MacTaggart einen Platz unter den großen Malern von Seestücken im 19. Jahrhundert. Die romantische Fantasie war empfänglich für solche Sturmszenen. John Turner verließ sich in den 1840er Jahren mehr auf den Gesamteindruck als auf das Detail. In den 1860er Jahren begeisterte sich Claude Monet für die stürmische See und das Licht an der Küste der Normandie. Auch er opferte das Detail der Gesamtwirkung. Und in den frühen 1870er Jahren malte der Franzose Gustave Courbet eine Reihe von Bildern, in denen er sich bemühte, mit dem Pinselstrich die spritzende Gischt festzuhalten. Zwanzig Jahre später beschäftigte sich MacTaggart mit dem gleichen Problem. Er wurde nie müde, das Meer zu malen, denn es veränderte sich ständig. Jahr für Jahr und Sommer für Sommer verbrachte er auf Kintyre, wo er auch geboren war. Dort malte er den Atlantik, vor der Natur, bei jedem Wetter. Riesige Leinwände wurden mit Stricken gesichert, an denen dicke Steine hingen. MacTaggart stemmte sich gegen den Wind und arbeitete mit größter Geschwindigkeit, um dem Wechsel der Gezeiten zuvorzukommen. Er entfernte sich weit von der konventionellen Malerei der viktorianischen Zeit. Seine frühen Bilder aus den 1860er Jahren atmen die Idyllik des Frühlings, die im 19. Jahrhundert so beliebt war. Blauer Himmel, Lämmer, Kinder, lieb wie Lämmer. In den Augen viktorianischer Väter, die nie auf sie aufpassen mussten. Der frühe MacTaggart malte ähnlich wie ältere schottische Künstler, zum Beispiel James Archer,
dessen Bild Sommer auch in der Nationalgalerie von Schottland hängt. Niedliche Gesichter und hübsche Kleider in einer paradiesischen Landschaft mit immerwährendem Sommer. MacTaggart hat nie aufgehört, Kinder zu malen. In den späten 1860er Jahren entstanden die jungen Schleppnetzfischer. Er verwendete damals viel Zeit auf das Skizzieren der Heringsflotte an der Küste von Kintyre. Dabei lernte er die Kinder und die Fischer des Ortes kennen. Der Künstler erinnert sich, wie ihn einmal ein alter Fischer begrüßte. Na, haben Sie heute viele Bilder gefangen, Mr. MacTaggart? Schon beginnen sich zwei Motive zu überlagern. Die Idylle der Kindheit und seine Vorstellung vom Meer. Farben und Formen des Wassers, Boote und Netze, gemalt mit der Frische der jungen französischen Impressionisten. Und wie Turner, den er so sehr bewunderte, beginnt er Ölfarbe wie Wasserfarbe einzusetzen, indem er sie dünn über die Oberfläche der Leinwand wischt. Dadurch entsteht das Funkeln des weißen Lichtes auf dem dunklen Wasser. Um 1890 hat MacTaggart die schweren braunen Schatten der konventionellen viktorianischen Malerei fast eliminiert. Alles löst sich in Licht und Farbe auf. Seine Figuren sind kaum noch erkennbar. Das Beste, was man tun kann, sagte er, ist den Eindruck ungefähr wiederzugeben. Ein Sonnenstrahl, so schrieb er, verändert die Erscheinung eines Bootes so, dass man kaum sagen kann, welche Form es eigentlich hat. Manche Wirkungen des Lichtes sind so zart und flüchtig, dass man gar nicht erst versuchen soll, sie festzuhalten, denn sonst verwandeln sie sich zu Staub und Asche in deinen Händen. Mit zunehmendem Alter wird MacTaggarts Meer stürmischer und seine Himmel immer bedrohlicher. Ein gälisches Zwielicht liegt auf MacTaggarts Vision vom Atlantik, vermischt mit Mythen und Erinnerungen. Er malte ein Bild mit dem Titel »Das Auswandererschiff«. Wie meistens geht die Geschichte fast in Licht und Gischt unter. Als Junge hatte MacTaggart die große Auswanderungswelle nach Amerika miterlebt. Und nun gleichen die Figuren am Strand einem Schatten seiner selbst beim Abschied von den Freunden. 1897 erlitt MacTaggart eine schwere Krankheit. Die Ärzte rieten ihm, nie wieder im Freien zu malen. Er fuhr daraufhin sofort nach Kintyre und nahm sein in den Ausmaßen größtes Bild in Angriff. Es heißt »Die Ankunft von St. Columba«. Ist gut 2 Meter breit und nimmt ein historisches Ereignis zum Vorwurf. 1897 feierte man den 1300. Todestag des irischen Heiligen, der das Christentum nach Schottland gebracht und mit 12 Anhängern das berühmte Kloster auf der Insel Iona gegründet hatte. Auch hier war die Erzählung brüchig und nebensächlich. Wie auf seinem Bild der Sturm überwiegt die leidenschaftliche Liebe zum Meer. Seine Kunst wiederholt sich, bleibt sich selber treu. Nie verspürte er den Drang zu reisen und woanders zu malen. MacTaggart war einer der Künstler, die sich nicht mehr zutrauen, als sie tatsächlich können. Und so lebte er in seiner abgeschiedenen Welt ganz zufrieden. Was ist denn dieser Impressionismus, von dem Sie alle reden? Fragte MacTaggart um 1880. Dabei war er in gewisser Weise selbst ein Impressionist, ohne es zu wissen.